Ö3 Moderatoren, am Donnerstag geht es los um 10 Uhr. Was werden denn die ersten Worte sein, die hier vom gläsernen Studio aus an die Welt gerichtet werden? Das ist eine gute Frage. Die ersten Worte, traditionsgemäß, spricht immer der Andi. Ja? Da sind legendäre Sachen dabei wie der Sammer bei der Chris Barmer oder. Wurscht, also das war zum Beispiel ziemlich legendär. Ja, es ist so legendär. Und das Problem ist, ich hätte schon einen, aber der gefällt dem Robert nicht, nämlich ich würde einfach sagen, Tach, vielach. Nein, das ist mal das ist zu deutsch. Ja, also, ja. Nein, also ich überlege noch was. Natürlich, gerade in der Stadt, wo Gaudium hochgeschrieben wird, ist natürlich, also Leilei geht auch nicht. Also es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung. Ist das eine ganze Einlage oder was? Nein, also es muss ja kurz und knackig sein, es muss ja zitabel sein, es muss quasi auf ein Plakat passen. Der Andi möchte gerne neben Hans Gasser das Denkmal dann haben. Genau. Hans Gasser und dann daneben Andi Knobel. Irgendwie, also so diesen Wert wird es ungefähr haben. Ja. Wahrscheinlich eher nicht, aber macht nichts. Es ist, Bleiben Sie dabei. Wie bereitet man sich auf diesen Sendemarathon vor 120 Stunden? Gar nicht. Also... Ja, das Lustige ist ja, der Andi und ich sind seit Wochen vorbereitet. Ja, gar nicht, sie sind ausgelernt. Also ich verstehe das jetzt echt nicht, aber es ist... Beim Weihnachtswunder geht die Tür auf und wir wissen ja auch selber nicht, wer reinkommt. Das heißt, man kann sich jetzt gar nicht so vorbereiten. Ja, im Hintergrund gibt es ganz, ganz viele Menschen, das ganze Ö3-Team steht dahinter. 19? Ja, das weiß ich. Die kommen mit Zerra und Jaus. Das weiß ich. Die man könnte ja zum Beispiel das Mail lesen, wo drinnen steht, wann wer kommt, ja, aber die Gabi bereitet sich nicht vor. Ja. Gott sei Dank machen der Andi und ich das sehr, sehr intensiv und deswegen wissen wir natürlich, wer kommt. Ich schaue nach, wo mein Blockflöte ist, nimm sie dann mit, das ist meine Vorbereitung. Aber geübt habe ich auch noch nicht. Ja, und ansonsten haben wir schöne Pullover und so Sachen gefaltet und eingepackt, das war's. Aber redaktionell vorbereitet, also das heißt, wir drei bereiten uns nicht wirklich vor, aber heißt nicht, dass das Ding nicht gut vorbereitet ist. Also da haben Legionen von Menschen seit Monaten dran gearbeitet und ein wirklich cooles Programm zusammengestellt, aber wir lassen uns wie vom Christkind ein bisschen überraschen, was man uns quasi unter den Weihnachten macht. Also genau. Wir wissen ja nicht, welche Musikwünsche kommen. Also das Programm machen ja Sie, macht ja hier, machen die Hörerinnen und Hörer, Spenderinnen und Spender und je nachdem. Also da ist ja alles möglich. Wir sind ja, was das betrifft, wirklich hundertprozentig käuflich, weil es geht um Menschen in Not in Österreich und jeder Cent geht an die richtige Adresse. Dafür garantieren wir mit dem guten Namen des Ö3 Weihnachtswunders. Das heißt, wir sind auch bereit, alles Unmögliche Unmögliche zu spielen. Wir sind auch bereit, zum Beispiel unser Zimmer für euch aufzumachen. 1.000 Euro pro Nacht und ihr könnt bei uns im Container schlafen. Zimmer ist Übertreibung. Ist ein Container mit zwei Stockbetten und da ist ja immer eines frei und da gibt es frische Bettwäsche. Also wer irgendwie hier in Villach feiert und nicht mehr heimkommt, weil irgendwie dazu immer fort oder zu wirklich hungern, bitte bei uns einchecken. Wie gesagt, 1.000 Euro ist natürlich viel pro Nacht, aber das ist, finde ich, schon was sehr Luxuriöses, wenn man neben der Gabi, also unter der Gabi schlafen darf. Ja. Und, schräg unter der Gabi, genau genommen. Deswegen nehmt ein bisschen Geld mit. Ja. Aber bitte nicht schnarchen. So, wäre meine nächste Frage gewesen, wer ist denn von euch der lauteste Schnarcher? Beide, die schnarchen beide. Nein, Gabi, ich weiß, du bist die geborene Diplomatin, aber das stimmt einfach nicht. Es ist das so. Das stimmt ich, einfach nicht. Schau, ich bin ja die Einzige, die immer munter ist, wenn die zwei schlafen. Und dann schaue ich ab und zu, wenn ich halt dann mir kurz die Hände gehört, da hinten war, schaue ich immer rein, mache die Tür auf und es sehen beide. Nein. Es ist tatsächlich so, dass es bei mir eher klingt, wie wenn er Harley Davidson startet. Ja. Ja. Und wer zum Beispiel wer zum Beispiel 1.000 Euro für ein Stockbett, für einen Stockbettplatz ausgeben möchte, der sollte zum Beispiel ein Motorradfan sein. Ja. Kann er die ganze Nacht neben einer Harley Davidson schlafen. Das ist super. Vom Sound her ist das großartig. So satt klingt es gar nicht. Es klingt eher so kurz vorm Verrecken. Was? Nein. Ich habe einen voluminösen, männlichen, starken ganz Schnarcher. Ja. Also, das ist ein ordentlicher Schnarcher. Das ist ein Schnarcher für Schnarchen like a Boss. Ja, das ist einfach, so sehe ich das. Ja. Was wünscht ihr euch hier vom Villacher Publikum? Kommen, spenden, dabei sein. Das Weihnachtswunder wird immer getragen von den Menschen, nicht von uns, von den Menschen, die das mit uns gemeinsam machen. Das ist eine gemeinsame Sache. Das ist nicht was, wo man hingeht und zuschaut, und dann geht man wieder und da wird halt was geboten, immer versucht natürlich was zu bieten. Aber es ist dann das Gemeinschaftliche, dieser gemeinsame Geist von Weihnachten und dieser gemeinsame Geist zu helfen, aber auch die gemeinsame schöne Stimmung. Ich habe zum Beispiel ich hab Leute aus St. Pölten getroffen vom letzten Jahr, die mir gesagt haben, ich habe sie nicht mehr. Nee, aber... die fünf Tage halte ich aber, sie aber, aus. Aber ich werde sie vermissen nächstes Jahr. Ja. Also Halle St. Pölten, ja, das ist, jetzt haben wir viel auch. Ja. Wenn es richtig läuft, dann wird man nächstes Jahr, wenn man hierher kommt, sich denken, mei,
da waren noch diese Container, ja, da fehlt was. Ne? Also das ist, nein, wir wünschen uns eine coole Party, dass der Platz nie leer ist. Wir wünschen uns Menschen, die tanzen, die einen Spaß haben, die singen mit uns, die ja, viel, viel Geld einzahlen hoffentlich. Und wir wünschen uns, dass wir Gutes füreinander tun. Ja? Also wir spielen eure Lieblingshits und ihr zahlt euer Geld ein. In diesem Sinne, auf ein tolles Ö3 Weihnachtswunder. Ja, das hoffen wir auch. Dankeschön.